Folgen Sie der Kultur, der Musik, der Oper? Folgen Sie uns hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele. Viel Vergnügen wünscht die Hypo Vereinsbank. Diese Aufzeichnung bleibt in Erinnerung, das bleibt im Internet, das bleibt überall. Und heute wird das ja auch gleichzeitig in allen Kinos in Deutschland übertragen. Das ist schon was Besonderes. Sag Kurvenal, hör doch Freund, macht er noch nicht. Also ich habe wirklich zwei ganz unterschiedliche Rollen. Eine ist der junge Seemann, halt jung und fröhlich. Er spöttet auch die Isolde. Deswegen singe ich das auch so mit gewisser Frohheit und spöttisch. Und der zweite Auftritt hört es eher so. Die Musik ist ja auch sehr pianissimo und leise, sehr. Ja, da muss man halt mehr so ruhig singen. Bei dem ersten Auftritt, Junger Seemann, ist das Besondere, dass es a cappella ist, also ohne Orchester, und dass ich quasi der allererste bin, der in diese Oper was singt. Und das dann ohne Musik, direkt nach dem Ouverture. Es wird schweift der Blick, ostwärts streicht das Schiff, frisch weht der Wind der Heimat zu. Also vor der Vorstellung kommt man ein paar Minuten früher als sonst, weil da muss ja das Mikro angebracht werden und da braucht man die gewisse 5 oder 10 Minuten, je nachdem. Ich habe lange Haare, bei mir geht das relativ leicht. Das Besondere ist, man hat natürlich immer dieses irgendwas so im Kostüm drin. Da ist ein Mikrogurt und da drin ist ja das Mikrofon und dann spürst du das. Ich denke immer, das als Requisite, dass das bei mir ist, damit ich das nicht so schwer auf der Bühne habe. Aber natürlich, wenn es so abgehen würde oder Gürtel geht ab, hier am Kopf geht das Mikro ab, dann würde mir natürlich das besondere Stress machen und das hoffen wir nicht. Also ich als Sänger denke immer so, hoffentlich klappt alles mit dem Mikro, natürlich vor allem mit Szene und mit der Stimme. Also beim Tanze kann man sehr gut im Haar mikrofonieren, hat sehr lockiges Haar, das hält sehr gut für Mikrofone. Man kann kleine Federn am Kabel festmachen und diese Federn kann man aufspannen und quasi ins Haar reinflechten und loslassen und dann quasi zieht die Feder das Haar an das Kabel. Das kann man dann mehrere Male am Kopf befestigen sozusagen, dass das Mikrofonkabel einfach sitzt. Und dann legt man die Haare wieder rüber und dann ist es eigentlich sowohl unsichtbar als auch fest und hat einen guten Ton.